Aus der Fohlenelf wird man nicht so richtig schlau. Gute Halbzeiten wie die erste gegen Schalke folgen immer wieder Einbrüche bis hin zu erschreckenden Auftritten wie in Freiburg, wo die Mannschaft erstaunlich lasch agierte. Trainer Dieter Hecking lässt sich aber nicht alles kaputtreden. Es ist ja, als wenn wir keinen Einsatz zeigen würden. Ja, das kann ich bei meiner Mannschaft komplett ausschließen. Und das ist auch der total falsche Ansatz. Ja, dass wir es manchmal nicht so im spieltaktischen, fußballischen Bereich lösen, das ist der andere. Ja, und daran müssen wir immer wieder arbeiten. Aber an Einsatz und Einstellung, auch wenn die Spieler das vielleicht so formuliert haben, ja, kann ich meiner Mannschaft im seltensten Fall einen Vorwurf machen. Dennoch bleiben die enormen Schwankungen ein Rätsel. Zugutehalten muss man, dass die Borussia die ganze Saison über auf viele etablierte Spieler verzichten muss. Sie ist nicht nur die Verletztenliste, klar, das ist so, aber sie darf man auch nicht komplett außer Acht lassen. Ja, da kann man auch sagen, ja trotzdem, die erste Elf ist noch eine Mannschaft, die immer noch ein sehr gutes Bundesligaspiel machen kann. Ja, stimmt. Und das war auch das, was mich enttäuscht hat, weil ich glaube schon, dass wir mit der Mannschaft hätten besser spielen können, die auf dem Platz gestanden hat. Trotzdem sind natürlich gewisse Abläufe nicht mehr im Moment so da, wie wir sie haben, wenn alle an Bord sind. Das wird aber vor dem Frühjahr nicht der Fall sein. Gegen den HSV bricht mit Kramer und dem gesperrten Zakaria das komplette defensive Mittelfeld weg. So besteht die Gefahr, dass eine bislang noch gute Hinrunde zu einer nur mäßigen wird. 25 Punkte nach 17 Spielen wären unbefriedigend. Gegen den HSV muss daher gewonnen werden. Wenn man 28 Punkte spielen würde in der Vorrunde, bei allem, dass man natürlich nach Bayern München gedacht hat, wie viele gedacht haben, boah, aus den 4 Spielen jetzt nochmal 9, 10, 11, 12 Punkte holen, dann ist ja alles super. Das ist natürlich sehr blauäugig gedacht, weil man ja sieht, wie eng diese Liga ist. Es zählt immer der letzte Eindruck und das wäre der aus Freiburg. Den würde man mitnehmen ins neue Jahr. Das heißt, auf Hamburg kommt es an. Weil danach noch das Pokalspiel gegen Leverkusen kommt, gilt für Gladbach die Maxime, das Maximale zu erreichen.